Frau Leissen, was ist eigentlich eine Medix-Quartierpraxis? Eine Medix-Quartierpraxis ist für mich so bildlich zu zeigen, genau das Gleiche wie eine Praxis auf dem Land. Der Hausarzt auf dem Land hat früher einfach alles gemacht. Er hat von der Eisquetschwunde bis zu der Depression, bis zum Hausbesuch alles gemacht. Und genau das Gleiche machen wir auch. Mit unserer grosszügigen Öffnungszeit, mit unserer Vielfalt an Ärzten, mit unseren Spezialisten im Haus, können wir das zusammen alles anbieten, was der Hausarzt früher auf dem Land auch gemacht hat. Was ist jetzt der Vorteil für mich als Patient in so einer Quartierpraxis? Der grosse Vorteil für den Patienten ist, dass wir eben grosszügige Öffnungszeit haben, haben wir vorher schon gesagt, aber auch, dass sehr viele Leute hier zusammen arbeiten, auch wenn der Arzt mal nicht rum ist. Kann man zu einem anderen Arzt zu uns kommen, wir haben eine gemeinsame elektronische Krankengeschichte, wo auch der Kollege kann einsehen und Vorgeschichte kennt auch. Das macht es für den Patienten sehr einfach. Er weiß, er darf immer hier hingehen, egal in welcher Lebenssituation oder Lebensphase das er gerade ist. Man hört etwa, dass man dann sich in so einem grossen System als kleines Rädchen empfindet und immer wieder von anderen Ärzten behandelt wird. Ist das bei Ihnen auch so? Das ist bei uns ein grosses Thema, aber nein, wir geben uns sehr, sehr fest Mühe, dass es eben nicht so ist. Wir möchten, dass der Patient eigentlich immer beim gleichen Arzt einen Termin hat. Das ist wichtig wegen der Kontinuität der Behandlung. Der Patient kennt den Arzt und der Arzt kennt den Patienten. Das ist sehr, sehr wichtig für uns. Dann gibt es halt aber einmal, dass der Arzt eben nicht da ist, weil er in der Ferien andere Arbeitstage, Arbeitszeiten hat. Dann kann es vorkommen, dass sie einmal müssen, dass der Patient einmal muss, um einen anderen Arzt zu gehen. Dann haben wir genau den Vorteil, dass mit der elektronischen Krankengeschichte, dass der andere betreuende Arzt dann sieht, was die Vorgeschichte war. Und es gibt auch noch die Möglichkeit, dass der Arzt mit dem Hausarzt dann mündlich nochmal bespricht, was in der Konsultation passiert ist. Wenn jetzt ein Kollege von Ihnen fragt, in welcher Praxis sollte ich als Patient gehen, ganz kurz zusammengefasst, warum würden Sie eine Quartierpraxis empfehlen? Ja, ganz klar würde ich eine Quartierpraxis empfehlen, darum, weil es ein Ort ist, wo ich wohne, wo die Öffnungszeit gross ist. Wir haben am Samstag auch offen, auch wenn man, das heisst, außerhalb der Arbeitszeit vielleicht von dem Patienten, der im Quartier wohnt. Man kann hier die ganze Familie mitbetreuen. Man hat auch einen Dienstleister wie eine Apotheke oder man kann Hilfsmittel abholen oder man kann mal ein Rezept abholen, unabhängig von einem Arztbesuch. Man hat auch Spezialisten da, wo man für verschiedene Fragestellungen kann hingehen kann. Es ist ein Ort, wo man wie ein medizinisches Zuhause.